Saufen, anpöbeln, begrapschen. So macht uns Kölnern Karneval Spaß. Dieses Jahr soll alles anders werden. Und was genau, das erklärt mir jetzt Winfried Kasper von der Kölner Polizei. Kann man sich als Frau schützen, wenn man im richtigen Moment eine Armlänge weit erbricht? Vermutlich ist der Überraschungseffekt so hoch, dass das wirken könnte. Jetzt habe ich heute gelesen, die Kölner Polizei rät, kein Kostüm zu wählen, zu dem eine Waffe gehört, etwa Cowboy, Jedi-Ritter oder Terrorist. Das kann Menschen verunsichern. Ja, also wenn ich ein Kostüm vor mir stehen hätte, wo jemand den Terroristen mimt, wäre ich auch verunsichert. Panzerknacker? Panzerknacker haben in der Regel vom Kostüm her ja keine Waffen dabei. Leatherface vom Texas Kettensägenmassaker. Den Film kenne ich jetzt leider nicht. Ist ganz gut. Was Lesser? Leatherface, der hat so eine große Kettensäge, mit der er die Menschen zerschneidet oder zerfetzt. Ja, sag ich mal, im Rahmen der Sensibilität sollte man auch auf solche Dinge logischerweise verzichten. Schade, habe ich mir gerade noch gekauft. Ja, soweit zur Theorie, kommen wir jetzt zur Praxis. Ich bin ein Räuber, Dave Marielsche. Bin ein Räuber durch und durch. Eine ganz kurze Frage, ich hätte sie fast nicht gesehen, aber ich denke, sie tarnen sich heute, um nicht überfallen zu werden. Richtig. Das heißt, Sie sind jetzt auch vorsichtiger geworden, was so Bützchen angeht mit Fremden? Ja, das auf jeden Fall. Bin ich eine gute Antwort, haben Sie ein Bützchen verdient? Dürfen auch Sie dieses Jahr weniger fummeln? Ich habe noch nie, wie man in Köln sagt, mich als Fötchensföhler betätigt. Ja. Das macht man einfach nicht. Aber es gehört eigentlich zum Karneval dazu, oder? Ein Bützchen ja, die Fötchensföhlerei nicht. Wie stehen Sie persönlich zur Fötchensföhlerei? Mein Pföttchen gehört mir. Und viele Frauen werden in letzter Zeit ja auch belästigt, begrapscht. Ist dieses eher lustlose Kostüm eine Antwort auf die Silvesternacht? Nein. Viele junge, attraktive Frauen greifen in dieser Session zu einem Trick und verkleiden sich als ältere Männer, wie zum Beispiel die 19-jährige Melanie. Hallo. Sind Sie heute schon begrapscht worden? Nee. Also funktioniert ganz gut. Wer mir zu nahe kommt, der weiß genau, dass ihm nichts passiert. Das ist aber eine Einladung, ne? Ja, selbstverständlich. Das heißt, da kann jetzt jeder kommen? Ja. Da kann ich jetzt immer näher kommen und Sie machen nichts? Wenn man höflicherweise ganz da kann ich jetzt, wie nah kann ich kommen, bis Sie was... Kriegst du Dreger Bob die Nase, Jung. Ich kann mit Häusen leben, noch da. Ich bin der Räuber, mach morgen durch. Also man erkennt ja Flüchtlinge daran, dass sie sehr schlecht mit Alkohol umgehen können, wohingegen Deutsche ja sehr schlecht mit Alkohol umgehen können. Was? Ja, im Moment bin ich noch was einsam. Wenn ihr jetzt nicht gekommen wäret, ne, ist für mich der Abend gelaufen. Ich weiß ja gar nicht, was die Leute haben. Entspannt feiern und trotzdem immer eine Armlänge Abstand halten, ist überhaupt kein Problem. Man braucht nur das richtige Kostüm. Und damit zurück ins Studio. Kölner Alarm! Seehofer, es ist leid, im Unrechtsstaat Deutschland zu leben, aber ist ja kein Problem. Er hat die Weichen ja schon gestellt. Wir schenken Bayern den Russen. Ich sehe gerade, Sie haben die falsche Kopfbedeckung auf. Ich? Warum? Ach so, und jetzt muss ich den Putin spielen, ja? Ja, wenn Sie das können, können Sie den Putin spielen? Alle mal stramm stehen, jawohl. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also ich als praktizierender Christ, ja. Mir kommen da zu viel Moslem in das Land rein. Ja, ja. Ich bin ein echter Bayer, ich bin ein Lederhosenbayer zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ja? Und wenn ein Moslem eine Lederhose anzieht? Dann mag ich es auch nicht, weil also, das passt einfach nicht. Also was? Ich sehe gerade, Sie haben noch gar kein Fähnchen. Für was brauche ich das? Ja, wegen der bayerisch-russischen Freundschaft. Oh, die haben wir, glaube ich, nicht. Die haben Sie nicht? Bayerisch-russisch nicht, nein, danke. Ja, aber der Russe kommt bald. Ja, das glaube ich. Ja. Aber nicht in Freundschaft. Seehofer hat ja gerade die Schnauze voll von Merkel. Ne? Aber jetzt mal im Ernst, eine Frau und dann aus dem Osten, war ja klar, dass es nichts werden kann, oder? Was soll ich jetzt eigentlich da noch dazu sagen? Oder? Einfach zustimmen. Ja, ich habe da irgendwie so das Gefühl, wenn das Schiff untergeht, ist die Frau sowieso weg. Ja. Oder?
Ja, ja gut, wenn sie gerade eine Kreuzfahrt macht, ja, was, wie ist das gemeint? Jetzt war das jetzt symbolisch oder was? Ich verstehe das nicht. Oder welches Schiff? Von welchem Schiff reden Sie? Das ist ein Desaster. Was für ein Schiff? Ich komme überhaupt nicht mehr mit. Aber was für ein Schiff denn? Welche Kreuzfahrt? Nein, ich sage, wenn das Ganze alles untergeht. Ja, was denn? Welches Schiff? Ein Schiff oder was? Schiff geht. Ja, aber was für ein Schiff? Was ist zum Beispiel nicht? Ich verstehe es mit dem Schiff nicht. Was für ein Schiff Sie meinen? Da komme ich nicht mit. Sie reden ja in Bildern und haben von einem Schiff geredet. Jetzt muss ich ja wissen, meinen Sie wirklich ein Schiff? Und ein Kreuzfahrt, was meinen Sie? Schiff hin, Schiff her, was geht unter? Wo ist die Merkel? Was können die Bayern von Putin lernen, von Hochdeutsch mal abgesehen? Also mir von ihm mit Sicherheit nichts. Nix? Na, nee. Aber er von uns. Ehrlich? Ja, die Menschlichkeit, der ist doch kein Mensch. Oh. Noch dürfen Sie es sagen, noch. Schärft mir wahrscheinlich. Das gibt's doch nicht. Er war doch letzte Woche noch in Edeka. So schnell geht das. Und wir singen jetzt zusammen die neue bayerische Hymne. 1, 2, 3. München, München, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Ha, 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 ha. Hey! Ich bin kein Münchner. Ich stehe hier in Stuttgart im Mittelpunkt des wahlpolitischen Bebens. Nee, Kollege. Rheinland-Pfalz, das ist das wahre Epizentrum der Katastrophe. Damit kommt die CDU auf 27,5%. Yes! Zweistellig! Gott sei Dank. Was mir wehtut, das ist, dass in den letzten 14 Tagen, sage ich mal, die Berichterstattung pro SPD und Malu Dreyer unsachlich einseitig war. Und das stimmt. Das haben wir extra so gemacht. Ja, ja, aber das war unser Plan. Wir wollten die CDU in die Pfanne hauen. Warum machen Sie das so ironisch? Ich habe das so empfunden. Nee, das war jetzt mein Ernst. In dieser Schicksalsstunde, wie fühlen Sie sich? Naja, Schicksal ist Schicksal. Also Verbitterung hier und... Keine Verbitterung, sondern abwarten. Bestürzung. Abwarten. Enttäuschung. Abwarten. Traurigkeit. Abwarten. Sie sind nicht zufrieden mit der Wahl, denke ich mal. Wir haben die Zeit. Eine schöne Idee. Pralinen mit Julia Klöckner. Was wirst du jetzt politisch weitermachen? Willst du dich stärker in der Partei engagieren, damit es wieder vorangeht? Ja, auf jeden Fall. Mich stärker in der Partei engagieren. Ja, was zum Beispiel? Ja? Ja, das ist schon mal ein Anfang. Der 13. März 2016 wird sich für immer einbrennen. Den 13. März werden die Menschen nicht mehr vergessen. Wo waren Sie am Abend des 13. März? Hier. Sehen Sie? Ja, noch ist völlig unklar, ob Julia Klöckner unter den politisch Überlebenden ist. Haben Sie da mehr gehört? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, Massenpanik. Tumult, ähnliche Zustände jetzt auch hier in Stuttgart. Frau Klöckner, jetzt können Sie direkt Bundeskanzlerin werden, ohne den lästigen Umweg Ministerpräsidentin. Was machen Sie demnächst beruflich? Keine Kommentare mehr. Es herrscht hier Gedränge. Man versucht, mir sehr, sehr weh zu tun. Es wird Ihnen nicht gelingen. Guido Wolf ist auf der Flucht. Werden Sie jetzt in ein CDU-geführtes Bundesland flüchten? Das ist eine gute Idee. Ist es eine gute Idee? Ja. Haben Sie das vor? Nein. Nein. Weil Ihnen kein CDU-geführtes Bundesland mehr einfällt? Oder? Guido Wolf, er flüchtet so schnell es geht in ein sicheres Drittland, auf die Cayman-Inseln, man weiß es nicht. Ich freue mich auch, weil ich bin der richtige Obermessdiener von St. Bonifaz und selbst unser Pfarrer hat heute Morgen zur Wahl... Das interessiert uns gar nicht. Danke. Ihr seid die jungen Wilden bei der CDU. Ja. Hat man da nicht einfach mal den Hals auf und sagt, verdammte Scheiße, der Wolf hat ja gar nichts gerissen? Warum können Sie mir eigentlich den Lutz van der Horst nicht schicken? Mit dem hätte ich jetzt gerne geredet. Weil der Lutz van der Horst an einem anderen Krisenort gerade arbeitet und man kann sich manchmal seinen Dienstort nicht aussuchen. Drei Landtagswahlen an einem Tag, alle drei mit sehr schwierigen Ergebnissen für Deutschland insgesamt, für die Demokratie. Tja. Ja, das sind wichtige Aussagen. Das sind deine Fans, Lutz. Schau sie dir nochmal genau an. Du kannst auch in die Kamera winken.
Ja, der Lutz kennt mich, glaube ich, schon. Ihr seid so dicke. Verstehe. Ja, toll. Wer solche Freunde hat, verdammt. Kann ich nicht mithalten. Hast du etwa gerade bei der SPD Essen abgegriffen? Ja, das kommt doch alles vom gleichen Caterer. Das sehe ich kein Problem. Also sind jetzt wirklich die Zustände schon so, du hast hier gerade ein Brötchen von der SPD geklaut, dass man jetzt einfach den politischen Gegner auch noch die Essenssachen klaut, weil die Not so groß ist? Wir müssen jetzt mit allen klarkommen. Also wir können uns jetzt noch nicht festlegen, wir müssen von allen die Brötchen klauen. Ich war auch gerade bei den Grünen, bei der FDP. Ja, und hier heißt es jetzt einfach Abschied nehmen, Goodbye sagen und sich einen neuen Job suchen. Mach's gut. Tschüss. Putzig war er irgendwie schon. Tja, Rheinland-Pfalz wird nie mehr so sein, wie es mal war. Andererseits, wer schon mal hier war, weiß, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Und damit zurück nach Köln. 19,5%, jetzt reicht's. Die Heute-Show hat mit der FDP schon mal einen wichtigen Medienpartner verloren. Da stehe ich emotional nicht nochmal durch. Deshalb lasse ich mich jetzt in die SPD aufnehmen. Aber nicht von irgendjemandem. Das muss schon ein Prominenter sein, der gerade nicht so viel zu tun hat. Frau Kraft, welch eine Freude, ein Traum wird man. Ja, für mich auch. Ehrlich? Ja. Ich will ja heute Mitglied werden. Mhm. Haben Sie ein Problem damit, dass ich das nur aus Mitleid mache? Also es hat nichts mit dem Programm zu tun, habe ich gar nicht gelesen. Ich mache das nur aus Mitleid. Also ich glaube, die wenigsten haben Programm gelesen, sondern sie wissen, wofür wir stehen. Wenn ich jetzt in eine Arbeiterpartei eintrete, was muss ich dann machen? Arbeiten. Ah, das ist schlecht. Nee, das gehört dazu. Also. Ehrlich? Ja. Das macht es jetzt doch deutlich unattraktiver. Ich habe mir ja damals von der SPD die Riester-Rente aufschwatzen lassen. Wenn ich jetzt bald Genosse bin, kriege ich die verlorene Kohle wieder zurück? Wieso? Die Riester-Rente wird doch ausbezahlt. Also das ist doch richtig. Ja, ich sag mal, die private Vorsorge in den Mittelpunkt zu stellen, war damals richtig. Jetzt haben wir eine schwierige Situation durch die niedrigen Zinsen. Und jetzt muss man wieder Veränderungen vornehmen. Aber es muss auch klar sein, wenn die SPD die 20% knackt, dann trete ich wieder aus, ne? Wenn Sie einmal drin sind, wird Ihnen das so gut gefallen, dann bleiben Sie auch drin. Was bekomme ich denn von Ihnen, wenn ich jetzt noch 10 neue Mitglieder werbe? Was für eine Prämie? Da haben wir immer ganz gewisse Aktionen. Also es gibt schon gute Prämien, das lohnt sich. Ja. Ich meine, hier sind ja schon ein paar dabei, jetzt vom Team. Ja. Also ich habe auch noch ein paar Formulare da. Also bei der AfD gibt es einen Thermomix? Wollen wir das toppen können? Das müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, welche Aktion im Moment läuft. Dann geht's jetzt los. Der rote Stift. Ja, ich setze mich mal hin. Soll ich machen? Ja, klar. Nur Mut. Setzen Sie sich besser hin. Ich werde das jetzt besiegen. Tut nicht weh. Ich fühle mich irgendwie schmutzig. Dann würde ich jetzt gern zum Abschied, Frau Kraft, noch gerne einen trinken mit Ihnen. Weil Sie sich so erfolgreich um die Kanzlerkandidatur gedrückt haben, einen kleinen Feigling. Und das Tolle ist, der hat sogar mehr Prozent als die SPD. 20. Ich habe offiziell jetzt das SPD-Parteibuch, ist wahrscheinlich eine Rarität, davon produzieren die vielleicht 5 im Jahr, denke ich mal. Nee, es sind schon mehr. Viel mehr. 10, 20. Ich bin stolz irgendwie auch. Ich weiß nicht, so als SPD-Mitglied fühle ich mich so allein. Jetzt will ich auch andere mit reinziehen. Entschuldigung, möchten Sie in die SPD eintreten? Um Gottes Willen, dann schmeißen Sie mich aus der FDP raus. Haben Sie Lust, in die SPD einzutreten? Hör mal, ich bin vor 40 Jahren erst mal ausgetreten. Möchten Sie in die SPD eintreten? Nein. Nein? Mann, ey, SPD ist zu schwierig. Ich brauche jetzt mal ein Erfolgserlebnis. Entschuldigung, möchten Sie mit mir über Gott sprechen? Ja. Ja? Ja, läuft. Und damit zurück ins Studio. Also, mein Name ist Lutz van der Horst. Ich bin heute bei der FDP. Und die sind jetzt digital. Denken die. Die Krawatte, ist die aus diesem Breitband, von dem man immer so viel hört? Was ist denn Breitband eigentlich? Ich kann Ihnen die digitalisierte Welt nicht erklären, mache auch gar nicht den Versuch. Ich unterwerfe mich ihr einigermaßen und behalte den Kopf
als Steuerungsmoment bei. Heißt es der Floppy oder die Floppy? Ich kann mich an meine älteste Tochter erinnern, die hatte ein kleines Plüschtier, das hieß Floppy Hansi. Ja. Das war ein Hase. Da kenne ich mich auch. Also der Floppy Hasi. Ja. Richtig. Ja, die Floppy. Oder haben Sie noch die Datasette? Nein. Sie haben schon Floppy. Floppy. Der Mann ist fortschrittlich. Ihre Partei will ja ins digitale Zeitalter. Nutzen Sie Siri? Und wenn ja, versteht Siri Sie ohne Untertitel? Ich brauche Siri nicht, weil ich alles jetzt verstehe. Siri ist ja nur ein Hilfsinstrument. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Alles ein bisschen abgenommen. Irgendwie, oh, das ist nett. Die Frisur ist die gleiche geblieben, aber sehr schlank. Flirten Sie gerade mit mir? Mit Ihnen nicht, mit Sicherheit nicht. Schade. Ich bin traditionell orientiert. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn die FDP fast alle alten Gesichter ausgetauscht hat, außer Ihres? Dem ist nicht ganz so. Herr Brüderle ist da und die früheren Gesichter sind zum Teil noch da. Und ich freue mich natürlich, dass meins auch noch da ist. Ich bin jetzt... Sieht er noch gut aus? Ja, gut. Also, ja. Ich mache auch einen guten Eindruck, sehe jünger aus, als ich wirklich bin. Und ich bin jetzt schon seit 45 Jahren oder mehr in der Partei. Ich bin sein Follower. Ja, bitte, followen Sie. Ich followe ihn und finde alles gut, was er macht. Das ist meine Nachbarin. Das ist Ihre Nachbarin? Nein, seine Tochter. Welcher Handytyp sind Sie, Nokia oder Siemens? Ja, eher Siemens. Siemens noch. Schönes neues Siemens-Handy, kann man nichts gegen sagen, oder? Herr Kinkel, sind Sie noch analog oder sind Sie schon digital? Tja, die Antworten von Klaus Kinkel dürfen wir leider nicht senden. Das hat er uns verboten. Und daran halten wir uns auch. Aber das Verbot zu senden, das hat er uns nicht verboten. Ich warne Sie. Also, ja, okay. Moment, ich warne Sie wirklich, weil da kann ich pampig sein. Okay. Und zwar so, dass Sie es merken, das hat dann mit Kulturfreiheit nichts mehr zu tun. Dazu schreibe ich heute einen Kommentar in der Heilbronner Stimme. Okay, ja. Den werde ich definitiv nicht lesen. Sie sind natürlich total modern. Ich sehe, darf ich das gerade mal sehen? Sie haben ein gebackenes Ad-Zeichen in der Hand. Das ist kein, das ist ganz normale Brezel. Das ist ein Klammeraffe. Das ist eine ganz normale Brezel, hat hier 2 Euro gekostet, etwas über den normalen Marktpreisen. Schönen guten Tag. Herr Linderhaus, lange nicht gesehen. Ja, stimmt. Geht's Ihnen? Herr Lindner, muss es Politik sein? Hätte es nicht ein Comedy-Kanal auf YouTube getan? Ach, wissen Sie, bei Ihnen sieht man, die Grenzen sind fließend. Sie sind ja jetzt Sozialdemokrat. Ich erinnere mich, Sie wollten mal FDP-Mitglied werden. Ich gehe immer dahin, wo die Not am größten ist. Darum bin ich heute auch wieder hier. Ja. Das erste Zeichen wäre Hashtag. Hashtag, ach, das ist ja hier, das hier, nicht? Sehr gut, richtig. Das zweite Zeichen, Klammeraffe. Klammeraffe? Irgend sowas, ja. Richtig. Apostrophgiraffe. Apostrophgiraffe. Kann eigentlich nur so sein. Ja, korrekt. Kommasack. Komma? Der Kommasack. Der Kommasack. Komma ist das. Ja. Und der Sack? Geht noch der Sack. Sehr gut. Woher wissen Sie das? Intuition. Sehr gut. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Jahrelang haben wir die AfD kritisiert und was hat's gebracht? Zweistellige Werte. Das bringt doch alles nichts. Deshalb probiere ich es jetzt mal andersrum. Mit Lob. Vielleicht kriege ich es ja so kaputt. Du bist der hellste Punkt an meinem Horizont. Merci, dass es dich gibt. Ich finde die AfD super. Und ich finde sie super. Ich finde ihr Jackett super. Ich finde Ihre Frisur super. Sie sind ein super Typ. Danke. Hören Sie das öfter? Nein. Komisch. Brauchen wir nicht auch Restlaufzeiten für Moscheen? Dass man sagt, da ist irgendwann auch mal Sense? Wir haben schon genug. Bitte? Wir haben schon genug Moscheen. Ja, eben. Weil es langt. Ja. Ich habe nichts gegen Moscheen eigentlich, ne? Aber es langt. Es langt. Ja. Obwohl, dann haben Sie ja eigentlich schon was gegen Moscheen. Nee. Also. Frau von Storch, ich möchte Ihnen ein Geschenk machen, eine rutschfeste Maus, damit Sie nicht wieder abrutschen. Von der Heute-Show. Das kann ich nicht annehmen, das ist einfach zu großzügig. Und das ist jetzt auch noch mit GZ-Gebühren bezahlt, nehme ich an. Oh Gott. Ich bin Verschwendung, ja. Verschwendung. Fragen Sie mal Ihre Frau Merkel. Wieso denn meine eigentlich? Das ist doch Ihre Frau Merkel. Wieso denn meine? Na, das wissen wir doch.
wie sie Partei nehmen, gerade als ZDF. Ja gut, stimmt. Ja, es ist meine. Ja gut, okay, ja, doch. Okay. Und das ist nicht Ihre Kanzlerin? Auf keinen Fall. Ja. Schon seit Jahren nicht, ja? Ja. Die müsste eigentlich kaserniert werden, ja? Ja. Die sollte die letzte Gelegenheit nutzen, bei freiem Geleit das Land zu verlassen. Oh Gott, was passiert sonst? Ja, sonst kommt sie nicht mehr raus. Fragen Sie doch mal Ihre Kanzlerin. Sie schaltet die Atommeile ab, ja. Aber ich als Bürger und auch Sie wissen nicht, wie viele amerikanische Atombomben in Bitburg oben lagern. Ja, ich weiß, es sind 28. Glauben Sie das oder wissen Nein, Sie? Nein, ich kenne doch die Frau Merkel, ist doch meine Kanzlerin, es sind 28. Hast du gefragt? Ja, ja. Also, ehrlich? 28. Sie sagen ja die Wahrheit, Sie lügen ja nicht, ne? Das ist ja richtig. Gut. Du bist das Rettungsboot auf meinem Ozean. Du bist der Wirbelsturm in meinem Wasserglas. Du bist in meiner Winterzeit der Sonnenstrahl. Merci, dass es dich gibt. Herr Poggenburg, Sie sind jetzt Oppositionsführer. Hätten Sie diesen Titel auch gerne ohne Opposition? Nein, hätte ich nicht. Es gibt eine historische Wahrheit, die in Teilen von der hier volkspädagogischen Geschichtsvermittlung abweicht. So mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wir haben nicht angefangen? Ich weiß jetzt nicht, das gibt unterschiedlichste Meinungen. Anfang meinen Sie jetzt 1939 den Krieg. Ja, da hat mal ein jüdischer Wissenschaftler gesagt, es kommt nicht darauf an, wer den ersten Schuss abgibt, sondern wer den gezwungen hat, den ersten Schuss abzugeben. Hält Gott seine Hand über die AfD? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er sein Land, seinen Segen über Deutschland gibt und uns auf den rechten Weg führt, damit wir... Auf den rechten Weg? Uns auf den rechten Weg. Aber da sind Sie schon? Bitte? Ja, ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Zum Beispiel jetzt sich auf Bismarck beruft, das geht nicht. Bismarck war ein Mann seiner Zeit. Der mit dem Hering? Der mit dem Herrn Otto von Bismarck. Ach so. Ja, ich, sagen Sie mal, wollen Sie mich veräppeln? Nein, das war jetzt nur gerade so eine Idee von mir. Nein, also jetzt lassen Sie das. Nein. Wer Otto von Bismarck nicht kennt, der sollte sich nicht mit Geschichte befassen. Also das möchte ich Ihnen sagen. So, danke schön. Nein, es war ja nur, es gibt ja auch den Hering, das meinte ich nur. Ich meine ja nicht, den kenne ich ja. Mit dieser Geschichtsfrage zu tun. Nichts. Ich sage ja nur, es gibt den Bismarck-Hering. Nein, ist ja kein Problem. Nein. Ich meinte nur, es gibt auch den Bismarck-Hering. Ich meine, klar kenne ich. Es ging nicht. Ja, es ging ja. Es ging ja nur darum, klar kenne ich Otto von Bismarck. Es gibt ja auch den Bismarck-Hering, ne, diesen eingelegten.